Pam Smart ist eine Hundebesitzerin, die die Experimente von Rupert Sheldrake seit nunmehr 2 Jahren durchführt. Zusammen mit ihren Eltern versucht sie herauszufinden, ob ihr Hund Jaytee tatsächlich immer weiß, wann sie nach Hause kommt. Jaytee! Good boy! Jaytee! Ihre Eltern, bei denen der Hund während ihrer Abwesenheit bleibt, haben das Phänomen seit Jahren beobachtet. Pam selbst war zuerst mehr als skeptisch. Erst die Experimente mit Jaytee konnten sie überzeugen. We tried to fool him for 2 weeks. 2 Wochen lang haben wir Jaytee richtig auszutricksen versucht. Ich habe meinen Eltern weder erzählt, wohin ich gehe, noch wann ich zurückkomme. Ich bin mit dem Taxi, mit dem Fahrrad, mit dem Auto von Freunden oder auch zu Fuß zurückgekommen. Es war eine Zeit intensiver Forschungsarbeit. Jeden Tag in der Früh habe ich mit Rupert Sheldrake telefoniert und wir haben vereinbart, welches Experiment wir heute durchführen. Wir wollen es jetzt genau wissen und machen die Probe aufs Exempel. Ein Experiment mit 2 Kameras. Eine Kamera wird im Wohnzimmer der Eltern aufgestellt, in dem auch Jaytee bleibt, wenn Pam das Haus verlässt. Um vergleichen zu können, was Pam und Jaytee im selben Moment tun, werden die Timecodes der beiden Kameras auf dieselbe Uhrzeit gestellt. Der 2. Kameramann begleitet Pam und unsere Redakteurin. Es ist 11 Uhr Vormittag. Das Experiment beginnt. Weder die Eltern zu Hause noch Pam wissen, wann wir zurückkommen werden. Wird Jaytee auch unter diesen Bedingungen reagieren und Pam am Fenster erwarten? Wir begleiten Pam in das nahegelegene Städtchen Ramsbottom. Nur wir kennen den Zeitpunkt der Rückkehr. Selbst der Kameramann, der mit Jaytee zu Hause geblieben ist, weiß nicht, wann wir zurückkommen werden. In der Zwischenzeit daheim bei Pams Eltern. Jaytee liegt nach wie vor bei den Füßen von Pams Mutter und zeigt keine Zeichen von Unruhe. Es ist kurz vor 13 Uhr. Die Hälfte der Zeit für das Experiment ist bereits abgelaufen. Das wissen allerdings nur wir. Denn, wie schon gesagt, den Zeitpunkt der Rückkehr halten wir nach wie vor geheim. Weder Pam noch ihre Eltern zu Hause wissen, wann wir zurückkehren werden. Ob der Versuch gelingen wird, ist nach wie vor offen. Niemand kann voraussagen, ob Jaytee unter Testbedingungen wie immer reagieren wird oder ob Kamera und Scheinwerfer ihn irritieren. Nun wird es ernst. Es ist 10 vor 3. Unsere Redakteurin gibt das Zeichen für den sofortigen Aufbruch. Die Kamera zeigt die aktuelle Uhrzeit. Es ist 14.50 Uhr und 7 Sekunden. I noticed there was a taxi right there, so I could knock on the door there. Yeah? Okay. Okay, let's go. So, right, go and get a taxi. Yeah. Um 14.50 Uhr und 33 Sekunden, 11 Sekunden nach unserem fernen Signal zum Aufbruch, geht Jaytee ans Fenster. Das Experiment ist gelungen. Allerdings wissen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Um es für den Hund noch schwieriger zu machen, haben wir uns schon vorher entschieden, mit einem Taxi zurückzufahren, damit Jaytee das Motorengeräusch von Pams Auto nicht erkennen kann. Jaytee rührt sich zu Hause nicht mehr vom Fenster weg, während Pam im Taxi auf dem Weg zu ihm ist. We're going home now, Pam. Do you think of Jaytee now at the moment? Dabei spielt es keine Rolle, ob Pam an ihn denkt oder nicht. Genauso wie in den Experimenten, die sie für Rupert Sheldrake mit ihm gemacht hat, lässt sich Jaytee auch diesmal nicht irritieren. Erwartungsvoll sitzt er am Fenster, als das Taxi vorfährt.
Zugegeben, uns selbst hat das Ergebnis verblüfft. Erklärungen können wir Ihnen dafür keine anbieten. Wir erheben allerdings auch nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Experiments. Wir können Ihnen nur zeigen, was wir mit eigenen Augen gesehen haben.